Hallo liebe Edelmetallfreunde und die es noch werden wollen. In diesem Video geht es um die 7 Eigenschaften, die Geld haben sollte. Als erstes möchte ich euch mal hier diese tollen Eier zeigen. Frohe Ostern übrigens. Die hat ein Kunde von mir gemacht. Hat er, finde ich, super toll gemacht. Die hat er mit Inflationsgeld beklebt. So kann man praktisch Bargeld auch verwenden. Das sind diese alten Inflationsscheine. Ich habe euch ja auch welche mitgebracht. Eine Mark, 1917. Dann hier 5 Mark Darlehenskassenschein. Steht drauf, 5 Mark. Super schön. Das sind dann hier jetzt 10 Mark. 10 Mark habe ich hier noch. Und jetzt geht's los. Das ist 1920 gewesen, hat es noch 10 Mark Scheine gegeben. Reichsmark. Und dann 5 Millionen Mark. Da war dann jeder über Nacht Millionär sozusagen. Von 1923, da sind sie mit dem Drucken eigentlich gar nicht mehr nachgekommen. Nicht mal mehr hinten gedruckt, nur vorne. Und dann wird es noch krasser, 500 Millionen. Hinten nicht mehr bedruckt. Ja. Und beim Euro geht es ja auch schon langsam in die Richtung. Bei Inflationsraten zwischen 7 oder 10%. Kann man sich dann überlegen, wie lange das noch gut geht. Jetzt kommen wir mal zu den Eigenschaften vom Geld. Also es sollte eine gute, eine hohe Verfügbarkeit haben. Das hat ja Bargeld. Das hat Bargeld eindeutig. Hohe Verfügbarkeit, jeder kann es mitnehmen, kann man leicht tauschen. Gute Verfügbarkeit, auch Chiralgeld hat auch eine gute Verfügbarkeit. Das stimmt. Größtmögliche Privatsphäre ist der zweite Punkt. Größtmögliche Privatsphäre habe ich eindeutig nur beim Bargeld. Weil, wenn ich damit zum Bäcker gehe oder sonst wohin gehe, kein Mensch weiß, was ich damit gekauft habe. Ist nicht nachvollziehbar, hohe Privatsphäre. Das finde ich super. Das ist eine der besten Eigenschaften von Cash. Hier, wenn ich mit dem Karten zahle, habe ich nicht mehr so eine hohe Privatsphäre. Das ist zwar praktisch und einfach, aber man sieht eigentlich, wo ich eingekauft habe. Wo du damit eingekauft hast, ist nachvollziehbar. Nicht, was ich eingekauft habe, aber wo. Wenn dann vielleicht die CBDCs kommen, also die Zentralbankwährungen, da wird es dann nachvollziehbar sein. Ich habe hier Toilettenpapier zum Beispiel gekauft oder ich habe hier Orangensaft gekauft. Das wird man dann sehen, wenn es dann alles zentral eben gesteuert wird. Dann kann ich das Geld auch programmieren mit Smart Contracts. Ich kann dann zum Beispiel sagen, jeder darf nur noch so und so viel CO2 in die Luft blasen beim Tanken. Und dann kann ich das begrenzen. Oder ich kann das Geld programmieren und sagen, das muss bis zum 20. August ausgegeben sein. Also das finde ich absolut schlecht. Es wird zwar super praktisch sein, die werden das auch super praktisch machen. Dann kann dann jeder zum Beispiel mit dem Handy bezahlen oder noch schlimmer mit dem eingepflanzten Chip dann. Aber dann habe ich eben programmierbares Geld. Und ich kann einen, der nicht systemkonform ist, leicht abschalten. Ich kann sein Konto einfach sperren oder sagen, ja, der darf jetzt nicht mehr verreisen. Das kann ich dann alles programmieren, bestimmte Eigenschaften. Ja. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie ihr das finden würdet. Ja. Dann die nächste wichtige Eigenschaft ist hohe Sicherheit und Besitz oder Bezahlung beim Bezahlen. Ja, hohe Sicherheit. Hier habe ich Eigenverantwortung, wenn ich es in den Geldbeutel reintue und mir der Geldbeutel geklaut wird, es ist halt weg. Aber eigentlich, wenn ich es gut verstecke oder daheim einspare, habe ich eigentlich auch eine hohe Sicherheit. Gell? Hier, bei normalem Giralgeld, ist es halt eine zentrale Verwaltung. Also wenn die Bank zu ist, dann komme ich nicht dran. Ich kann zwar überweisen, habe ich eigentlich auch eine hohe Sicherheit, kann es vielleicht nicht so leicht gestohlen werden, aber ich habe auch hohe Nachteile. Weltweite Akzeptanz ist der nächste Punkt. Ja gut, weltweite Akzeptanz habe ich mit Giralgeld, mit CBDCs und auch mit Cash, weil die kann ja überall leicht tauschen. Da kommen wir dann auch zum nächsten Punkt, das ist Fungibilität. Ein 50-Euro-Schein sieht aus wie der andere 50-Euro-Schein, jeder kann es schnell erkennen und ich kann es dann auch leicht tauschen. Und ist auch weltweit eigentlich anerkannt. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft von Geld, dass es fungibel ist. Schnell und einfach beim Bezahlen ist der nächste Punkt.
Schnell und einfach beim Bezahlen. Ja gut, bei Cash habe ich vielleicht einen kleinen Nachteil, muss ich immer oft im Geldbeutel kramen und der nächste an der Kasse rechts sich auf, weil das so lang braucht, vor allem mit den kleinen Münzen. Schnell und einfach ist vielleicht praktischer mit Handy zu bezahlen oder mit Karte. Deswegen machen es ja nicht so viele oder nee, umgekehrt, deswegen machen es ja viele. Also ich versuche immer bar zu zahlen, weil wir haben ja vor ein paar Monaten auch mal den Fall gehabt, dass die Terminals ausgefallen sind. Und dann hat man mit der Karte gar nicht bezahlen können. Ich habe im Supermarkt was locker noch zum Essen gekriegt, aber in der Nachbarkasse hat es nicht funktioniert, weil eben keine Kartenzahlung möglich war zu dem Zeitpunkt. Das ist ein großer Nachteil. Wenn ich Cash habe, kann ich immer damit bezahlen. Kann man Strom ausfallen, kann das Internet ausfallen, kann ich damit bezahlen. Großer Vorteil. Bei CBDCs wird es eben noch schlimmer. Da habe ich dann das Problem der totalen Überwachung auf Dauer. Eine wichtige Eigenschaft wäre noch die Lagerfähigkeit. Die soll sich eigentlich vermehren können, dass ich einen Sparanreiz habe, also einen Zinseffekt. Habe ich beim Euro eindeutig nicht mehr, weil bei Inflationsraten zwischen 7% oder 10% wird die Kaufkraft ja immer geringer. Übrigens, wenn ich jetzt 10.000 Euro daheim unterm Kissen habe und 10 Jahre warte, bei 10% Inflation habe ich nach 10 Jahren nur noch eine Kaufkraft von 3.490 Euro. Das ist doch erschreckend. Genau. Und da sagt mir eigentlich immer, Gold ist das wahre Geld. Weil Gold tut immer die Inflation ausgleichen. Hier habe ich zum Beispiel 1 Gramm Notgroschen. Das bedeutet, es jammern viele, dass Gold schon so teuer geworden ist. Gold ist eigentlich nie teurer geworden, sondern der Gegenspieler, der Euro wird immer schlechter. Also ich brauche immer mehr Euros, um das Gold zu kriegen. Wenn ich jetzt im Laden mit Gold zahlen würde, habe ich wahrscheinlich, müsste ich immer noch die gleiche Goldmenge für einen Kaffee hingeben, als wie vor 20 Jahren. Weil Gold tut die Inflation eben ausgleichen. Genau. So könnte man dann den Euro auch verwenden zum Heizen. Weil wenn die Heizkosten ja immer noch steigen, gibt es bei eBay. Ist eine 500.000 Euro. Okay. Schreibt es mir doch mal, was ihr von digitalen Bezahlungen oder CBDCs hältst. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Ich tue euch unten auch noch einen dreiteiligen kostenlosen Videokurs verlinken. Da geht es um Wohlstand und wie reiche Menschen mit dem Geld umgehen. Ist bestimmt sehr sehenswert. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter Erker. Dankeschön. Ciao.